Hallo und herzlich willkommen bei Iron Genetics. Ich bin jetzt für eine Woche in Irland und habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ich würde euch einfach mal auf meine Reise mitnehmen. Der erste Stop ist jetzt hier in Westport. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal in den Hafen gehen, dann in die Stadt und dann auf den Berg hoch. Und morgen ist noch Galway geplant, aber alles andere, was kommen wird, bin ich auf jeden Fall gespannt. Da hinten ist dieser Berg. What's the name of the mountain again? Patrick's Mountain, wo ich später auch hingehen werde. Die Landschaft ist hier auf jeden Fall sehr, sehr cool und schön. Das Wetter heute Morgen war, ich kam halt im Nock Airport an, war richtig scheiße, aber jetzt ist es einfach nur wunderschön und ey, ist der Wahnsinn hier. Bin auf jeden Fall auf die Woche gespannt. Sehr, sehr windig hier. Jetzt habe ich einen Windschutz. Und sieht man noch diesen Patrick-Berg, wo ich später auch hingehen werde. Und hier beginnt das Meer. Direkt am Hafen. Echt cool auf jeden Fall. So, und als nächstes geht es zu so einem kleinen Hügel da vorne und danach zum Westport Haus und danach einfach in die Stadt rein. Da noch die ganzen Gebäude ansehen und danach zu dem Berg von eben, diesen St. Patrick's Berg auf jeden Fall, wird lustig werden. Schau es sich an, also es ist wirklich sehr, sehr schön hier mit den grünen Weideflächen. So was habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das war ganz anders. Extrem windig, ich hoffe, man versteht mich, es ist extrem windig. Ich habe jetzt ein bisschen schick gemacht. Jetzt sind wir am Westport House angekommen und da vorne ist es schon. Und hier ist es gerade so eine Flusslandschaft, also es ist einfach nur atemberaubend schön. Wieder eine sehr laute Geräuschkulisse im Hintergrund, aber lohnt sich auf jeden Fall, hier mal hinzukommen in Westport. Im Westport House ist einfach nur wunderschön. Guckt euch das hier mal an. Vor diese Fontänen und hier dieser Fluss. Das ist wirklich ein Traum und hier ist es anwesend. Jetzt sind wir im City Center von Westport angekommen. Und. No, no. Also, es ist auf jeden Fall cool in verschiedenen bunten Häusern. Jetzt gucken wir uns erstmal die Stadt in Ruhe an und danach wird gleich schön eingekauft, bevor es zum Berg nach oben geht. Besonders an Irland gefällt mir bis jetzt hier diese ganzen bunten Häuser und da vorne allein dieser Foodladen sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. So, jetzt sind wir hier auf der Hauptstraße angekommen von Westport. Wirklich jedes Haus hat eine andere Farbe. So, ich habe jetzt eben 3 Stunden lang geschlafen. Ich war so müde nach der
langen Anfahrt und ja, wie gesagt, letzte Nacht kaum geschlafen und kam heute schon um 3 Uhr am Kölner Flughafen an und bin seit 8 Uhr unterwegs gewesen hier in Irland. Und ja, jetzt bin ich an diesem Patricksberg angekommen. Und da geht es jetzt erstmal hoch, aber nicht ganz so weit, das Wetter ist einfach nur scheiße gerade. So, direkt am Anfang ist auch die Statue von St. Patrick, aber erstmal zeige ich euch hier die Aussicht aufs Meer. Die ganze Insel im Hintergrund und direkt hier ist die Statue. Einiges wurde schon geschafft und ist aber trotzdem noch ein weiter Weg bis zur Bergspitze. Die Aussicht wird jedes Mal besser und besser. Das Wetter ist leider total umgeschlagen, es regnet mega krass und jetzt geht es erstmal wieder den Berg runter. Leider habe ich das passende Equipment dabei, um da ganz hoch zu gehen und es wird auch schon langsam spät. Wir haben gerade 8 Uhr und ja, es muss auf jeden Fall noch eine Stunde wieder zurückgehen. Oh, bin jetzt wieder unten an der Küste angekommen, hinter mir ist ein riesen Regenbogen und das war es jetzt erstmal aus Westport. Morgen geht es weiter nach Galway. Ich bin auf jeden Fall gespannt, diese Stadt zu sehen. Jetzt nochmal die letzten Eindrücke aus Westport.